Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die mit den zwei Chaoten, Lasko. Mahlzeit. Und meiner Wenigkeit, dem Nobody. Stable! Stable! Ja, ich glaube, es wird nicht langweilig. Ja, es wird nicht langweilig und ich glaube, das wird noch lange andauern. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin 7,5% Bio. Also nicht Bio-Anbau, aber Biohazard, ne? Ich bin 7,5% Bio. Hier sehe ich gerade ein interessantes Grundstück. Das scheint mir eine kleine Fabrik zu sein oder so. Das hat einen Turm aus Stein. Ich passe mal auf, nicht, dass das jetzt ein Militärdings ist. Keine Ahnung. Naja, ich gehe jetzt mal nicht rein. Ich wollte da hinten das Gebäude mir unter... anschauen. Oh, da ist ein Wildschwein. Töten! Hab ich genug? Hallo. Trigger. Oh, und die laufen noch extra so, dass man die fast nicht trifft. du läufst aber jetzt echt im Zickzack. Boah, Junge. So. Warum wollte er jetzt die Schrotze nicht? Der wollte die Schrotze nicht haben. Lol. Ich stand jetzt seit letzter Folge hier in dem Loch, abgebuddelt. So. So. Das heißt, wir gehen jetzt Flaschen herstellen, trübes Wasser einsammeln, Knochen kochen, was wir können. Okay, hört sich gut an. Jo, und allgemein halt alles craften. Ich glaube, wir müssten genug Eisen haben jetzt für Äxte. Sehen wir dann gleich in der Base. Jo. Eisenvorkommen sehe ich jetzt so keine mehr. Ja, es ist dumm, wenn man überladen ist. Ich habe ein bisschen aussortiert schon. Was willst du von mir? Da, schweig still. Man braucht echt für alles Ducktape, ne? Für Beinschienen, für... für Repair-Kit, was ist das denn hier? Give me... The Challenge. Okay, nehmen wir erstmal mit. Sind ja gleich zu Hause. Hast du Lederhandschuhe und Lederstiefel? Ich gucke. Ja, ich habe Pflanzenfaserhandschuhe und Eisenstiefel. Gut, dann scrubbe ich die Lederstiefel. Okay. Und die muss ich zerlegen, Holde Maid. Und krieg auch aus dir Leder raus. Wie schön. Ich glaube, wir könnten Steinpfeile wiederherstellen, jawohl. Obwohl, nee, warte, wozu? Wir können ja jetzt Eisenpfeile schon machen. Stimmt, dann mache ich gleich Pfeilspitzen aus Eisen noch. Da mache ich mal die besseren Pfeile. Das passt doch. So. So. Da ist unser persönlicher Wasserturm. Not bad, not bad. Das war echt gut, ey. Wo ist denn hier Wasser? Ach, guck mal, hier ist ein Turm. Oh, hier ist eine Kirche, wie ich sie vorher noch nicht halt gesehen habe. Ich habe sie zwar schon aus der Ferne eben gesehen, aber die ist richtig aus Stein und nicht so klein. Ansonsten gibt es jetzt scheinbar auch Fahnen. Hier ist eine Feuerwehrstation, die hat eine richtige Fahne, die sich im Wind bewegt. Okay. Finde ich gut. Shade Treehouse, okay. What's that? Hallo. So, dann essen wir mal hier so ein gekochtes Fleisch. Genau, gibt Stamina mehr, Health und Water, Health, ja, ein Punkt, egal. Gehst weg hier. Essen wir mal eins. Lecker. Okay, hier ist alles fertig. Oh, nur 26. Okay, ich höre draußen erstmal die Action. Ach, du hörst mich? Bist du das? Ich weiß nicht, hast du Schüsse gehört? Nee. Ah, okay. Ich höre nur Schritte. Hallo. Ach, hallo. Bist du... Warte mal, ich komm schon. Ja, ist doch gut. Komm mal her. Er hat gesessen. Und der nächste auch. Wo ist mein Speer? Da. Oh Gott.
So, vielen Dank. Ruhe. Das war's. Die hat sich angehört wie 10. Und da ist noch ein Dicken. Sie braucht Aufmerksamkeit. Hallo. Wahrscheinlich. Der hat Auge gesessen. Wasserflaschen. So, Pfeile müssen wir verschießen. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ups. Tag 6, Leute. Nächsten Tag ist die Horde. Deshalb kümmere ich mich hier nochmal verstärkt um Fallen gleich. Ah ja. Also um Holz. Ja. Sobald ich eine Axt in der Hand habe, geht's los. Hm, eine Toilette. Gelbes Wasser. Boah. Das war mal ein Kopf. So, ja, das gelbe Wasser brauchen wir unbedingt. So. Habe ich einen Skillpunkt? Nein. Hallo, jemand hier drin? Warte mal, was war das? So, wir schmeißen hier alles rein. Der Nobody ist super im Aufräumen. Oh! Legst die hin! Brauchen wir nicht. Das ist die Nahrungssachen, die können wir uns hier reinschmeißen. Die brauchen wir. Hier ist die Muni. Federn. So, die können wir erstmal scrappen. Das sollte es erstmal gewesen sein. Ah, du kommst hier hin. Ne, du kannst auch weg. Ich möchte dich eigentlich auch nicht mehr haben. So, Stofffetzen, die brauchen wir. Fett kann auch hier rein. Kleber, ja. Ich bring dir eine Iron Tool Schematic mit. Iron Tool Schematic? Also, ja, dann hast du, das ist ein Hammer-Symbol, kannst dann Iron Tools wohl. Ich check gerade, ob ich das nicht mit Blacksmith schon konnte. You are now a blacksmith and able to forge iron and other metal objects. Oh, Cotton Eye Joe, geh weg. Geh weg. Oh. So, warte mal, ich habe mehr Munition für die Pistole, also macht es mehr Sinn. Ah, komm, wir packen die AK erstmal weg, ist ja Quatsch. Pistole reicht uns für den Alltag. Die können wir ja zur Horde mal rausholen. Kaffeebohnen, sehr nett. Die Muni brauchen wir dann auch nicht erstmal. So, würde ich sagen. Aha, das kommt erstmal hier hin. Knochen brauchen wir alle. Jo, ich bringe auch ein paar mit. Ja, noch ein paar Knochen, wo sind die? Ah, da, 143, ja, wir waren schon fleißig. Ja, ich bringe da auch nochmal so 59 mit. Nehme ich alles. So, Pickaxe hier hin. Bisschen neu sortieren. Das kann erstmal weg. Das ist die Muni für die Junk-Turrets. Das weg. So. Pfeilspitzen aus Eisen bräuchte ich auch noch. Aber erstmal geschmiedeten Stahl. Nummer 23. Das ist doch schon mal ein Wort. Oh, kein Feuer mehr. Wisst ihr was? Mal einfach so und einschalten. Oh, 19 Uhr. Ich muss mich langsam beeilen, aber ich will noch mal ein bisschen Holz mitbringen. Wenn du kannst, dann bring noch ein bisschen Eisen mit. Dann kann ich dir auch direkt so eine Axt machen. Ja, ich habe ein bisschen was gescrappt auf dem Weg. Sehr gut. So, 492 Eisen. So. Wie viel? 492. Das ist gut. So, ich muss aber jetzt trotzdem flitzen. Ich stell mir vor, weißt du, wie du sehr wahrscheinlich sehr schnell an Eisen kommen würdest? Sag es mir schon wieder. Wenn wir mal das Inventar erstens leer hätten. Nee, Wildschwein, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Erstens, wenn wir das Inventar leer hätten. Nimm es mit. Ja, ich bin... Du hast Zeit, das ist Fleisch. Ich meine ja nur, dann kann ich kochen. Liegt alles auf dem Grill für dich. Gut, ich beeil mich. wenn wir nochmal ein anderes Gebäude mit Eiffelturm drauf finden, dann mit der Picke anfangen, die untersten abzubauen, das müsste doch ineinander stürzen, zusammenbrechen. Und dann müssten wir das doch ganz einfach im Prinzip looten können, was am Boden liegt, oder? Ich glaube, das ist nicht mehr so, leider. Nicht mehr? Schade. Ich glaube nicht. Man müsste es an irgendeinem Stückchen mal ausprobieren. Ich glaube, wenn es jetzt runterfällt, ist es weg. Ah, schade. Bin mir aber auch nicht sicher, wie gesagt. Okay, ihr Lieben, das ist Schleiche mit Maximum Tempo, hochinfiziert, nach Hause. Es ist gleich 20 Uhr. Ich habe ein bisschen Fleisch dabei, ein paar Zombies.
im Schlepptau. Ich komme heiß rein und das wird Lasko freuen. Ich bin noch 199 Meter entfernt. Was schaffst du? Ja, ich schaffe es. Und bringe Besuch mit. Ehrlich? Bestimmt, keine Ahnung. Bestimmt. Ja, nein, vielleicht. Ich lock sie an. Kann ich irgendwas tun, so. Um... Was hätten wir? So, 20 Eisen. So, die erste Axt mache ich schon mal. 20.16 Uhr. Wo ist denn jetzt diese... Wieso kann ich das nicht? Ach ja, mir fehlt Leder, ne? Eisen, Kleber. Ach ja, oh nein. Ja, nein. Man braucht für die Axt schon Kleber, ey. Kacke. Okay. Das ist heftig, wirklich. Gut, dann brauche ich jetzt Gläser, Glaskrug. Hast du die Woodframes noch draußen? Ja, sind da. Immer bis der letzte kommt. Aber ich muss eher mal kurz zum Wasserturm rüber. Von welcher Seite sind die? Hinten, wo du die gemacht hast. Hinten ein bisschen versetzt zu deinen. Lass die mal draußen, weil ich muss kurz zum Wasserturm. Jo, okidoki. Ich bin jetzt an der Base und versuche rüber zu hopsen. Ach, da bist du. Jo, ich hol noch ein bisschen Pipi-Wasser. Okay. Pass bitte mit dem Bären da auf. Fahrst du mich wieder? Ja. Gut. Ich wollte nur sicher gehen. Nobody knows. Ehrlich, das weiß echt keiner. So. Kann ich reinfallen? Jawohl. Das wollte ich nicht reinwerfen. Das Leder kann ruhig hier raus. Ja, das kann generell da raus. Falsche. So. Gut. Den Kaffee kann ich da reinmachen. Ist nicht mal so schlecht. Können wir auf jeden Fall die erste Rutsche Duct Tapes gleich machen. Knochen schmelzig, koche ich ab gleich. Das machen wir. Jojo, da hast du recht. Ja, ich wusste nicht, dass man jetzt Duct Tape auch für Werkzeuge braucht. Das ist ja schon heftig, ne? Ja. So, was haben wir jetzt hier? Glaskrug. Können wir jetzt noch... Du hast Eisen mitgebracht, ne? Genau. Das Clay kann erstmal raus. Wir machen erstmal Eisen hier. Komm mal erstmal das Eisen hier rein. So. Wo habe ich jetzt das andere Zeug hingetan? Habe ich nichts gefarmt? Du hattest noch trübes Wasser, richtig? Ja, das liegt in der... hier drin. Warte. Ja, dann schmeißen wir das kurz raus einfach. Dann brauchst du nicht rausgehen. Doch, ich brauche nicht mehr rein. So, das nehmen wir auch. Guck mal, leere Glaskrüge nehmen wir auch direkt an uns. So, und jetzt schauen wir uns dann nochmal an mit dem Kochen hier. Kleber. Knochen habe ich, trübes Wasser habe ich. Brennstoff brauche ich, bitteschön. Koch uns das Kochen. 21 Kleber werden hergestellt. Jetzt brauchen wir noch Stoff. Lüschstoff. Ich habe nur 6 Stoff. Tut mir leid, ich habe keinen Stoff. Ich nicht. Hört sich blöd an, aber ist so. Ey, Alter, ich hab keinen Stoff. Gut, ich hab 6 Stoff nur. Ist aber nicht weiter tragisch. Das dauert jetzt 6 Minuten. Bababam. Das ist jetzt kein Thema mehr. Wir brauchen ja Stoff und Kleber für Duct Tape. Stoff ist schnell gemacht. Perfekt. Guck mal, einen können wir so gleich machen. Und zwar jetzt Duct Tape. Klebeband. Das Rezepte. Wir könnten sogar 6 machen. Haben wir schon 6-mal Kleber? 3-mal. Warten wir noch 2 ab. Essen wir uns noch ein gekochtes Fleisch dabei. Ei, das ist ja schon kriminell, dass ich Kleber und Fleisch auf einem Grill koche, ne? Darf ich auch mal so Kleberfleisch? Ja, bitte, bitte. Ach, 10:30, guck mal, wie die Zeit fliegt. Oh ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende einer Folge angekommen. Jawohl. Hat sich gelohnt, wir haben einiges zusammenbekommen. Ich habe leider noch immer keinen Honig, aber das wird schon. Und ja. Vielleicht kann ich ja Honig kochen auf einer bestimmten Stufe. Wer weiß. Ich habe dir das Eisen hier in die linke obere Kiste auch reingepackt. Ne? Bin schon dran. Ja, während Lasko hier den Blacksmith spielt, um für mich ein nettes Werkzeug herzustellen, würde ich sagen, Jawohl. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt 2 Chaoten in 7 Days. So ist es. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.